Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist bezeichnend und alarmierend für den Zustand in Deutschland, dass wir heute uns im Hohen Hause mit dem Thema Meinungsfreiheit in Deutschland verteidigen, beschäftigen müssen. Herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit, wenn 78% der Deutschen sagen, man könne seine Meinung zu bestimmten Themen nur mit Vorsicht frei äußern? Ich sage nein. Herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit, wenn 68% der Jugendlichen in der Shell-Studie die Aussage bejahen, in Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne als Rassist beschimpft zu werden? Ich sage nein. Herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit, wenn Jugendliche, die den Mut zur Wahrheit besitzen und nicht dem Meinungsmainstream folgen, als empfänglich für Rechtspopulisten verunglimpft werden? Ich sage nein. Die Verantwortlichen für den Verlust an Meinungsfreiheit in Deutschland, meine Damen und Herren, die sitzen hier im Deutschen Bundestag. Und ich muss es in aller Deutlichkeit sagen, ich klage Linke, Grüne und SPD an, für dieses Klima in Deutschland verantwortlich zu sein. Sie sind die Gesinnungstotalitaristen, die im jakobinischen Wahn jeden als Rassisten und Nazi diffamieren, der Kritik an Masseneinwanderung oder Migrationsfolgen oder schlicht an ihrem totalitären Weltbild übt, meine Damen und Herren. Und das ist sehr traurig. Sie von der Union, Sie hätten die Pflicht, die Meinungsfreiheit zu schützen und diesem Treiben entgegenzuwirken. Sie tun das nicht. Sie koalieren oder arbeiten mit den entsprechenden Kräften zusammen, und das ist Ihre historische Schuld, und die gilt es hier festzustellen, meine Damen und Herren. Die Shell-Studie aber entlarvt, dass Jugendliche nicht vor alten weißen Männern Angst haben, wie Sie, Frau Bayram, das hier kürzlich konstatiert haben. Nein, die Jugendlichen in Deutschland, die haben Angst vor Meinungstotalitaristen wie Ihnen, und das müssen wir hier leider feststellen. Die Jugend kennt die hunderte Einzelfälle, in denen Deutsche von kriminellen Migranten verletzt und getötet wurden. Sie wissen, dass hier immer wieder verharmlost und unter den Teppich gekehrt werden sollte. Anders ist es nämlich nicht zu erklären, dass 50% der Jugendlichen in der Shell-Studie der Meinung sind, sie würden von dieser Regierung die Wahrheit nicht gesagt bekommen, meine Damen und Herren. Das hat Gründe. Sie wissen, die Jugendlichen wissen, dass für die Linken jeder ein Nazi ist, der Kritik an Masseneinwanderung äußert. Und das muss hier klar gesagt werden, das ist eine ungeheuerliche Beleidigung für die Bürger, für die Jugendlichen, und es ist auf der anderen Seite eine ungeheuerliche Relativierung der NS-Verbrechen, und das verbitten wir uns als AfD-Fraktion, meine Damen und Herren. Jugendliche sind politisch interessiert, sie nehmen jedoch die unverhohlenen Gewaltaufforderungen gegen Andersdenkende in Deutschland sehr wohl zur Kenntnis. Sie nehmen zur Kenntnis, dass ein Ralf Stegner fordert, das politische Personal der Gegner anzugreifen. Und Sie nehmen auch zur Kenntnis, dass Juso-Posts Andersdenkende mit Baseballschlägern bedrohen, meine Damen und Herren. Sie wissen auch, dass linksgrüne Lehrer in der Schule Ihnen bei falscher Meinungsäußerung die Zukunft verbauen können. Und das schafft ein Klima, das der Demokratie abträglich ist. Und die Menschen sehen auch, dass das linke Establishment wohlwollend zusieht, wenn Fahrzeuge abgefackelt und Menschen bedroht werden, sofern es sich bei diesen Menschen um sogenannte Rechtspopulisten handelt. Mittlerweile sind aber auch schon Politiker von FDP und CDU betroffen. Wir wissen das. Diese Haltung, meine Damen und Herren, und ich wende mich in diese Richtung, ist nicht neu. Gewalt ist Teil der linken politischen DNA. So etwas wird deutlich in einem Satz von monströser Menschenverachtung, der seinerzeit nach den feigen Morden an Ponto, Buback und Schleyer gefallen ist. Er lautet, meine Damen und Herren, bei den drei hohen Herren mag mir keine rechte Trauer aufkommen, das sage ich ganz offen hier für mich. Meine Damen und Herren, ist dieser Satz von Joschka Fischer oder von Christian Klar? Wir wissen es. Er ist von Joschka Fischer, und Joschka Fischer ist bis heute eine grüne Ikone, und Christian Klar geht bei den Linken oder ging bei den Linken ein und aus.
Meine Damen und Herren, das deutsche Volk stellt Ihnen allen ein verheerendes Urteil aus. Sie sind mit Ihrem unklaren Verhältnis zur Gewalt die Totengräber der Meinungsfreiheit und damit letztlich der Demokratie in Deutschland. Aber, und das will ich Ihnen auch ganz klar sagen, trotz Antifa-Gewalt und Staatsmillionen für linke Hetze werden Sie das Volk verlieren, Herr Reichert, so wie Sie es achten Sie 89 trotz Mauer und Stasi verloren haben. Und ich sage Ihnen jetzt zum Abschluss, wir als Sie AfD, müssen zum wir sind Schluss die Partei, kommen. Die sich immer gegen jede Form von Extremismus und Antisemitismus gewandt hat. Das ist unsere politische DNA. Vielen Dank.